Auf der CMT 2020 habe ich den Rocket Camper gesehen. Es ist ein Kastenwagen, neu gedacht, mit individuellen Lösungen und der gefällt mir richtig gut. Ich war drin. Das Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, kannst du ab, sagen wir mal, 60.000 bis 70.000 Euro kannst du das haben. Hier sind sehr viele individuelle Lösungen verbaut und wenn du ein Fahrzeug suchst, vielleicht auch mit wirklich 5 Sitzplätzen und Platz für die Familie und nach neuen Wegen suchst, dann schau dir mal den Rocket Camper an. Der wird gebaut in Deutschland und ist ganz neu designt. So, ich bin jetzt hier bei Rocket Camper mit der Steffi. Steffi, stell dich mal kurz vor, was machst du denn hier? Ja, ich bin sozusagen die Mama von dem Baby hier. ich habe das mit Sven zusammen entwickelt. Sven ist der Chef von Rocket Camper. Und ja, wir sind ganz froh, dass wir euch hier auf der CMT dieses Jahr dieses einzigartige Schmuckstück vorstellen dürfen. Ja, und das ist ganz toll. Wir sind alle ganz neugierig. Und du bist Architektin und du hast schon Vans ausgebaut, gell? Genau, ich bin eigentlich Architektin und leidenschaftliche Selbstausbauerin. Und genau, dieses Mal zum ersten Mal professionell hier unterwegs. So, jetzt machen wir hier einen Cut und geht's los. Okay. Ja, fangen wir an. Was wir gemacht haben, unser Ziel war quasi, bei 5 Sitze reinzubekommen, also 5 vollwertige Fahrsitze, die Komfort und Sicherheit bieten. Und das haben wir in dem geschafft, dass wir den Grundriss gedreht haben. Man sieht es hier vorne, ist alles frei. Wir haben hier keine Küche mehr, die im Weg ist. Der komplette Funktionsblock wurde gedreht und beherbergt eigentlich alles, was man braucht. Also wir haben ein innenliegendes Klo, wir haben eine riesen Küche, wir haben einen riesen Kühlschrank, wir haben ganz viel Stauraum. Wir haben eine Außendusche, wir haben ein Waschbecken, wir haben Frischwasser, wir haben Abwasser, wir haben eine Heizung, also wir haben alles, was man braucht. Wir haben bis zu 5 Sitzplätze mit Isofix, mit Anschnallgurt, mit rückenverstellbarer Lehne. Wir haben bis zu 5 Schlafplätze, also eigentlich ein echtes Familienauto, sozusagen endlich mal campen mit der Großfamilie. Ich fange jetzt hier mal an. Ja. Mit der Küche. Das hier ist unsere Küchenklappe, man klappt es auf. Und hat dann hier, man sieht es schon, wahnsinnig viel Platz und einen Kocher oder optional noch einen zweiten. Das kann man sich aussuchen, wie man möchte. Das regelt dann auch den Preis ein bisschen. Das sind so die Stellknöpfe, die man drehen kann. Hier unten haben wir den riesigen Kühlschrank. Der hat 80 Liter, optionales Gefrierfach. Das kann man auch rausnehmen für die, die sagen, brauche ich nicht im Urlaub. Aber auf jeden Fall super viel Platz, um da auch ordentlich was unterzubringen. Strom oder Gas? Das ist ein Kompressorkühlschrank, der läuft über die Batterie oder natürlich über Landstrom, ist super sparsam, keine Abgase mehr, also echt ein cooles Teil. Super. Unsere Schubladen sind alle mit Vollauszug, alle mit Innenschublade, also maximale Platzausnutzung, alles mit Softclose, das ist also auch noch wahnsinnig gute Qualität. Die Schlösser liegen hier innen, super versteckt und super praktisch. Also wenn zu ist es zu und sonst sieht man nichts. Unsere Gasflasche für den Kocher ist hier unten drin. Das ist eine kleine 3 Kilo Gasflasche, die ist nur zum Kochen da, die reicht auf jeden Fall ewig. Ihr habt eine Dieselheizung verbaut, gell? Genau, wir haben eine Dieselheizung, die sitzt hier unterm Auto. Ja, unten drunter? Das ist eine Bebasto-Heizung, die ist programmierbar, das ist eine Standheizung, die heizt den Boden von unten durch die Abwärme und den Abwassertank durch die Abwärme, also winterfest sind wir auch noch. Super. Ich mache hier weiter mit dem Klo. Hier ist unsere Klokiste. Das funktioniert so, dass ich quasi hier draufstehen kann und ins Bett gehen kann. Oder Kinder können hier draufstehen, um Hände zu waschen, um Zähne zu putzen. Ich mache auf und finde das Porta-Potty. Okay. Genau. Das ist dann, ne, draufsitzen, Vorhang zu. Schon jetzt los. Hier ist unser Waschbecken. Wir haben ein Waschbecken. Wir haben den Frischwassertank hier drunter, der fast 60 Liter befüllt wird, das Ganze von hier. Man nimmt den Schlauch in den Einfüllstutzen und voll machen.
Man kann die Klappe aufmachen und den Tank rausnehmen oder einfach putzen. Er ist zugänglich, da passiert nichts mehr, da schimmelt nichts mehr, da gammelt nichts mehr. Das ist einfach alles safe. Wir haben eine Außendusche, also abmachen, nach draußen geben, Shampoo drauf. Los geht's, das ist unsere Duschklappe. Oder, wenn du Lust hast, machst Party. Genau, oder die Durchreiche für die Getränke genau. Und das kühle Bier. Schatten auf der anderen genau. Seite des Autos, genau. Kein Problem. Dann arbeiten wir ganz viel mit Taschen. Also wir haben hier unsere Badtasche und auf der anderen Seite die Küchentasche. Das ist eigentlich so gedacht, ich nehme die raus, man kann die hier lösen, im Bad zu Hause packen, in den Camper hängen und losfahren. Oder unterwegs rausnehmen, zur Dusche laufen, duschen und wieder reinhängen. Also es hat alles so ein bisschen seinen Platz. Wir haben versucht, den Platz komplett auszunutzen. Wir haben überall auch diese Netze in den Verkleidungen verbaut. Und auch hier oben diese Netze. Dann diese Kederschienen mit kleinen Gimmicks, wo man einfach Dinge praktisch verstauen kann. Genau. Wo machen wir weiter? Die Oberschränke. Noch mehr Stauraum. Unsere Oberschränke sind alle ohne Rückwand. Das heißt, wir haben kein Problem mehr mit Schimmel, es ist alles gut durchlüftet und wir haben einfach wahnsinnig viel Platz. Ja. Unter den Oberschränken haben wir auch diese Netze, wo man einfach praktische Dinge, Bücher, Handy, Kuscheltiere, Schnullis, keine Ahnung, alles, was das Herz begehrt, verstauen kann. In den Oberschränken ist immer auf einer Seite sind USB-Steckdosen, auch für den einen oder anderen ganz praktisch, weil man das Kabel durch die Schlitze durch, nach unten, Handy rein, fertig. Genial. Oder man sieht es nicht. Man sieht es nicht, genau. Dann haben wir auch hier in den Ausschnitten die Taschen. Das kann sich jeder ein bisschen konfigurieren, wie er möchte. Also du kannst da auch ein Fenster haben, wenn du das willst. Oder hier kein Fenster und dafür eine Tasche. Unsere Fliegennetze funktionieren mit Magnet. Das wird einfach dran gepinnt. Wir haben es ein bisschen reingestoppt. Hat den Vorteil, dass es nicht mehr kaputt gehen kann. Also auch wenn ich da mal mit dem Fuß reingehe oder mit der Bettdecke oder mit dem Kopfkissen. Oder Kinder. Was bei Kindern immer mal wieder passiert. Dann ist da nichts, dann geht da nichts kaputt. Ne? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass eine Mücke reinkommt, weil die irgendwie einen Zugang findet. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist so viel. Und da, ja genau, das Dach für die Kinder und den Tisch. Also ich glaube, der Tisch, da streitet sich ja die Community. Ich finde es genial. Andere. Also der Tisch, alle sagen, boah, der ist ja stabil. Ne, der ist stabil. Der hat einfach kein Tischbein. Dadurch hast du die Möglichkeit, hier auch wirklich mal reinzurutschen. Und auch wenn hier noch ein dritter Sitz ist, du hast einfach Platz, du kannst ihn wirklich benutzen. Hier kann ein Hund drunter liegen. Der ist einfach nichts mehr, was stört oder was klappert. Der hängt hier gut. Und wenn ich den nicht brauche, dann klappe ich den hoch, hänge den hinten aus, mache den los und tue ihn in die Schiebetür. In die Schiebetür? Da gibt es einen Haken, da kannst du es reinhängen. Das ist sehr cool. Und das sind ja auch keine fimpfigen Bänder, das ist schon was Gescheites hier. Genau. Und dann habt ihr... Wir haben das Schlafdach, hier steht eigentlich die Leiter, mit der kommt man ins Schlafdach, die haben wir jetzt nicht da wegen der Messe. Und ihr habt da auch noch das Staufach, was ich ja immer wichtig finde, für Jacken und so ein Scheiß. Hier kommt noch ein Netz rein von unten, nicht da, dafür hat die Zeit nicht mehr gereicht, aber das kommt da noch rein, dann hast du quasi da wirklich Platz. Und du siehst alles von unten, es verschwindet nichts mehr im Nirvana, du kommst da immer ran. Gut. Das Schlafdach bietet zwei weitere vollwertige Schlafplätze, ist auch eine Eigenentwicklung, es ist sehr leicht. Und ein bisschen geräumiger als die anderen und hat USB-Steckdosen und Licht. Okay. Genau. Und die Wärme steigt nach oben. Das heißt, die Wärme steigt nach oben, genau. Man kann das natürlich von außen noch mit, da gibt es so Matten, die man noch isolieren kann für den Winter. Aber eigentlich müsste das so funktionieren. Ich danke dir, Steffi, das hast du super gemacht und ganz spannend. Hätte das gar nicht alles entdeckt. Super. Viel Spaß noch. Danke. Rocket Camper stellt neu sein neues Fahrzeug vor auf der CMT 20. Neue Lösungen, die auch schon für heftige Diskussionen in der Community gesorgt haben. Also besonders hier dieser Tisch. Ich finde es toll, dass du endlich mal keinen Fuß hast und das Ganze auch noch ganz stabil hängt. Und du kannst ihn auch schnell wegklappen. Hier, die Innovation ist einfach, dass die Küche, der Küchenblock, quergestellt wurde und sich mitten im Fahrzeug befindet. Du hast da eine L-Küche mit Kühlschrank, Schrankraum, Kocher, Potta-Potti ist da unten drin und Waschbecken. Und hier geht's ins Bett.
kannst du abteilen mit einem Vorhang und du hast hier eine richtig große Liegefläche. Was man jetzt hört, da sind die Kollegen, die wollen hier auch filmen. Und die Tasche. Die Taschen sind auch bei Rocket Camper so das absolut Neue. Die kannst du zu Hause packen und dann finden sie überall im Auto seinen Platz und sind auch vernünftig verbaut. Überall im Fahrzeug siehst du diese Kleinigkeiten, diese wunderschönen. Der Rocket Camper ist ein ganz spannendes Fahrzeug. Ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen. Steht auf der CMT in Halle 10. Liebe Steffi, ganz lieben Dank für deine Roomtour. Mein Daumen ist oben. Hallo, ich bin Katja und ich bin unterwegs im Kastenwagen zusammen mit meinem Mann und ich blogge als Hinfahren, also www.hin-fahren.de. Bei mir findest du tolle Reiseberichte und Tipps zu Kastenwagen und Wohnmobil und natürlich zum Camping, weil das mache ich schon über 50 Jahre lang, auch wenn man es mir nicht ansieht. Tschüss!